Willkommen zurück zum Lernvideo. Wir führen zu Beginn ein kleines Experiment durch, und zwar zur titrimetrischen Bestimmung von Kalk. Schreiben wir also vielleicht gerade als Überschrift auf. Schauen wir uns zu Beginn vielleicht gerade mal das Lernvideo an. Ich habe jetzt hier etwas Kalk in das Gefäß gegeben und dann ein bisschen Wasser drüber geschüttet, und da kann man das erste Problem schon erkennen. Ich habe jetzt eigentlich relativ lang gewartet und trotzdem will das Kalk sich nicht lösen. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt Salzsäure tropfenweise dazugebe. Sie sehen also auf jeden Fall eine lebhafte Gasentwicklung. Das ist für uns aber relativ ungünstig, weil Sie sehen, die Reaktion, die braucht einige Zeit. Obwohl ich da nur ein, zwei Tropfen Salzsäure dazu gegeben habe, reagieren die nicht schlagartig ab, sondern nach jedem Tropfen muss ich lang genug warten, bis die Reaktion zum Stillstand kommt. Und das ist für eine direkte titrimetrische Bestimmung nicht geeignet. Schreiben wir als Zusammenfassung vielleicht gerade noch die Reaktionsgleichung auf, die hier abläuft. Wir haben einmal das Calciumcarbonat als Feststoff, und da wird eben HCl zugetropft. Und die reagieren miteinander, und zwar entsteht hier Calciumchlorid. Und Sie haben ja alle die Gasblasen aufsteigen sehen, das ist das CO2, was hier entsteht. Und Wasser. So, das Calciumchlorid, CaCl2, da erkennt man schon, auf ein Calcium kommen zwei Chlorid, deswegen ist es hier auch im Verhältnis 1:2, wo das Ganze abläuft. So, die direkte titrimetrische Bestimmung, die ist gescheitert, die kann man so nicht durchführen, aus den im Experiment gesehenen Gründen. Schreiben wir also gerade drunter auf. Direkte titrimetrische Bestimmung scheitert. So, im Wesentlichen sind es zwei Gründe, die beide angesprochen wurden. Einmal ist es eben so, dass sich das Calciumcarbonat nur schlecht in Wasser läuft. Also direkte titrimetrische Bestimmung scheitert, weil sich Calciumcarbonat nur relativ schlecht im Wasser löst. Und zweitens, die Reaktion braucht zu lange. Und das beißt sich mit der Bestimmung des Äquivalenzpunktes. Es muss hier wirklich so sein, dass jeder Tropfen, den ich zusetze an Maßreagenz, sofort mit dem Analyten abreagiert. Und ich habe schon meine Hand am Hahn der Bürette, damit ich, wenn ich sehe, der Äquivalenzpunkt ist erreicht, gerade rechtzeitig zudrehen kann. Wenn aber jeder Tropfen lange braucht, um überhaupt abzureagieren, dann kann ich dieses Verfahren nicht anwenden, weil ich nicht weiß genau, wann der Äquivalenzpunkt erreicht ist. Und deswegen ist das eben nicht geeignet. Wir schreiben also auf, weil die Reaktion zwischen HCl und CaCO3 nur langsam abläuft. Und das ist für die Erkennung des Äquivalenzpunktes nicht geeignet.
notieren wir nochmal das Kennzeichen von solchen direkten titrimetrischen Bestimmungen. Wir haben eine bestimmte Menge Analyt. Soll die Stoffmenge sein. So, das ist das Kennzeichen einer direkten Titration. Eine bestimmte Menge Analyt. Und ich setze jetzt die dazu äquivalente Menge Maßreagenz dazu. So, nehmen wir vielleicht gerade mal hier ein 1:1 Verhältnis an. Dann mache ich den Balken hier genauso hoch. Das sollte das Maßreagenz sein. Und aus der Menge Maßreagenz, die ich zusetze, kann ich eben dann schließen, wie viel Analyt vorhanden ist. Schreiben wir also auf zum Schluss. Aus der Maßreagenzmenge oder Stoffmenge lässt sich auf die Analytstoffmenge schließen. Ist in diesem Fall eben leider nicht möglich aus den beiden genannten Gründen. Trotzdem gibt es ein titrimetrisches Verfahren, um Calciumcarbonat zu bestimmen. Das funktioniert eben aber anders. Das funktioniert nämlich über eine sogenannte Rücktitration. Schreiben wir uns also einfach auf als Überschrift Rücktitration. Da können wir auch ein solches Balkendiagramm aufmalen. Das sieht dann aber hier anders aus. Also auch hier kann man die Stoffmenge auftragen. Und das Prinzip einer solchen Rücktitration ist eben folgendes. Wir haben auch hier eine bestimmte Stoffmenge an Analyt. Also ich male mal den ersten Balken auch hier wieder auf. So, der führt bis hier hin. Diesmal gebe ich aber einen Überschuss an Reagenz dazu. Das heißt, der zweite Balken ist deutlich höher. Das ist das Reagenz, was mit dem Analyten reagiert. Bei uns in unserem Experiment vorher war das die Salzsäure. Und dann lasse ich da dem Analyten ausreichend Zeit, um mit dem Reagenz in Ruhe abzureagieren. Oft muss man erwärmen. Minutenlang stehen lassen, manchmal sogar stundenlang. Und nachdem die Reaktion in Ruhe zum Ende gekommen ist, wird bestimmt, wie groß der Überschuss war, den man eben dazu gegeben hat. Also dieser Bereich hier, das überschüssige Reagenz, was noch übrig bleibt, dessen Gehalt wird durch eine Titration bestimmt. Also wir schreiben einfach auf Reagenzüberschuss. Wird durch eine Titration bestimmt. Schauen wir uns gerade die Beispielaufgabe an,
zu dem Versuch, den wir gerade gemacht haben, diesmal aber mit Zahlenwerten. Sie finden diese Beispielaufgabe im Abschnitt 3 Rücktitrationen. Das ist das Arbeitsblatt mit dem Titel Auswertung von Titrationen bei www.laborberufe.de im Ordner C1CL. So, also in dieser Beispielaufgabe steht ja, 1 Gramm kalkhaltiger Probe werden mit 30 Milliliter einmolare Salzsäure versetzt. Nach Reaktionsende wird die verbleibende Salzsäure mit NaOH-Lösung zurücktitriert. Bis zum Äquivalenzpunkt werden 35,2 Milliliter Maßlösung verbraucht. Berechnen Sie den Massenanteil an Calciumcarbonat. Das heißt, wie vorher beschrieben, wir haben das Reagenz Salzsäure, das gibt man zur kalkhaltigen Probe, und zwar im Überschuss. Und so, man weiß, 30 Milliliter einmolare Salzsäure werden dazu gegeben. Dann reagiert das Ganze in Ruhe ab. Und nach dem Reaktionsende wird halt eben die noch verbleibende Salzsäure mit Natronlauge titriert, 0,5 molar. Wie kann man so etwas jetzt auswerten? Es ist also so, Sie kennen die Stoffmenge, die dazugegeben wird an Reagenz, weil es steht ja 30 Milliliter einmolare Salzsäure. Das heißt, Sie können ausrechnen, wie groß diese Gesamtmenge an Reagenz ist, die man zusetzt. Und durch die anschließende Titration können Sie auch die Stoffmenge an HCl berechnen, die übrig bleibt. Die übrig bleibende HCl wird ja mit Natronlauge bestimmt. So, wenn Sie diese Gesamtmenge haben, und Sie kennen auch diese Menge hier, den Reagenzüberschuss, dann können Sie durch eine Differenzbildung natürlich auch berechnen, wie viel Reagenz benutzt wurde, um den Analyten zu bestimmen, also der durch den Analyten verbraucht wurde. Und diese Stoffmenge Reagenz, die können Sie halt in die äquivalente Menge Analyt umrechnen, mit Hilfe der Reaktionsgleichung. Bei uns der Reaktionsgleichung zwischen Kalk und Salzsäure. Nicht immer ist es dieselbe Stoffmenge. Es ist die äquivalente Stoffmenge. Manchmal sind halt eben 1:2 Verhältnisse oder sowas zu berücksichtigen. Versuchen Sie also mit diesen Informationen bitte diese Beispielaufgabe selbst zu lösen und drücken Sie jetzt auf Pause. Und nachher wollen wir die Aufgabe gemeinsam nachbesprechen. So, man kann also berechnen, erstmal die zugesetzte HCl-Menge, die man dem Kalk zugeschüttet hat, das ist C mal V, also 1 Mol pro Liter mal die 0,03 Liter, also die 30 Milliliter, das ist also 0,03 Mol, anfangs HCl-Menge. Ein großer Teil von dieser Stoffmenge reagiert jetzt mit dem Kalk ab. Was übrig bleibt, lässt sich eben durch die Titration ermitteln. Die Titrationsgleichung ist eben folgende. HCl reagiert mit dem NaOH unter Bildung von NaCl und H2O. Und um jetzt die Restmenge, die übrig geblieben ist, an HCl zu berechnen, schaue ich mir erstmal an, wie viel ich bis zum Umschlagpunkt zugeben musste an NaOH. Das ist auch hier C mal V, also 0,5 Mol pro Liter mal 0,0352 Liter, also 35,2 Milliliter. Und bis zum Umschlagpunkt wurden also 0,0176 Mol NaOH zugegeben. Und da die im Verhältnis 1:1 mit der HCl reagieren, weiß ich, ist es auch die gleiche Menge HCl vorhanden gewesen nach dem Abreagieren mit dem Kalk, also 0,0176 Mol. Und das ist die Anfangsmenge, das ist die übrig gebliebene Menge nach der Abreaktion mit dem Kalk, und die Differenz aus diesen beiden ist die Stoffmenge an HCl, die verbraucht wurde, um eben das Kalk umzusetzen. Und das habe ich dann hier hingeschrieben nochmal. Das ist dann eben die verbrauchte HCl-Menge. Das ist die Differenz zwischen diesen beiden Werten. Das ist dann 0,0124 Mol. So. Die werden eben bei dieser Reaktion verbraucht, bei der Reaktion mit Kalk. Um jetzt auf die Kalkmenge zu schließen, muss ich auch hier wieder die Reaktionsgleichung erstmal mir anschauen. Und ich kann nämlich erkennen, dass eben zwei HCl-Teilchen einem Kalkteilchen entsprechen.
Und wenn halt 0,0124 Mol HCl verbraucht wird bei der Reaktion, dann wird eben gerade halb so viel an Calciumcarbonat vorhanden gewesen sein, also 0,0062 Mol. Und jetzt ist zum Schluss ist dann einfach, muss ich bloß noch die Masse ausrechnen an Kalk. Das ist einfach diese Stoffmenge mal die molare Masse, 100,1 Gramm pro Mol. Also sind es 0,6206 Gramm an Calciumcarbonat, die vorhanden waren. Und der Massenanteil, da ja auch ein Gramm eingewogen wurde, ist es 0,6206 oder 62,06% bei dieser Aufgabe.